DC Comics wird auf Palm NFT Studios sein erstes Comic droppen und das ganz exklusiv als NFT. Wie du das bekommen kannst, wann das Ganze stattfindet und wie viel das kostet, all diese Infos erfährst du jetzt in diesem Video. Moin moin und willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain und heute am Steuer auf jeden Fall mit diesem spannenden Thema. Und wir werden heute auf jeden Fall erstmal das Ganze natürlich durchgehen und am Ende werde ich auf jeden Fall auch nochmal darauf eingehen, was bedeutet das jetzt für Vivi und was hat das vielleicht für Gründe, warum das Ganze jetzt nicht auf der Plattform Vivi gekommen ist, sondern auf Palm NFT Studios. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein in die Thematik und zwar werde ich euch unten einmal einen Link reinpacken und das ist nämlich von DC bzw. Palm NFT Studios, hier erstmal überhaupt die Webseite. Ansonsten könnt ihr natürlich hier einfach auch unter diesem Link dcuniverse.com das Ganze suchen. Ihr landet dann hier auf dieser Seite und hier habt ihr im Prinzip schon auch diese Ankündigung on sale am 27. Oktober. Und dort werden wir das erste Comic sehen und zwar Superman #1 aus dem Jahre 1939. Die ganze Schaltfläche wird sich noch verändern, denn wie ihr seht, wir haben hier keinen Buy Now Button und so weiter und so fort. Dafür habe ich jetzt mir einfach mal hier ein altes Video rausgesucht. Grüße gehen raus hier an den Chris, wie wir reisen. Und hier sieht man zum Beispiel, wie das dann bei den Bad Codes zum Beispiel war. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass sich das ähnlich verhalten wird. Das heißt, wir haben hier dann unseren Buy Now Button hier unten, dann den Countdown. Also im Prinzip relativ übersichtlich. Wie schon erwähnt, der erste DC Collectible Comic wird, wie gesagt, auf der Blockchain hier am 27. Oktober um 18 Uhr deutscher Zeit droppen und das Ganze für insgesamt $9,99. Insgesamt wird es 5 Cover-Varianten geben und es wird aber auch nur 3000 Stück insgesamt überhaupt geben. Und wer sich jetzt fragt, ja, kann ich denn das Comic in irgendeiner Weise nutzen? Ja, das kannst du. Du kannst wie auch bei den Marvel Comics auf Vivi dein Comic, wenn du es besitzt, komplett lesen. Du kannst im Prinzip alles machen, was du auch mit deinen Marvel Comics auf Vivi machen kannst. Der ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich ziemlich wenig überhaupt mit diesem ganzen Comic anfangen können. Es ist an dieser Stelle das erste Comic, wo sozusagen Superman auch im Titel ist. Und wir sprechen hier, wie gesagt, auch von Superman. Superman ist mit einer der bekanntesten und noch beliebtesten Superhelden aus dem DC-Universum. Und wenn wir uns einmal die Preise anschauen für dieses Collectible, dann ist das wirklich Wahnsinn. Wir haben hier zwar keine Verkäufe für die 8.5 und so weiter und so fort, aber wir sehen hier, eine 4.0 wurde insgesamt für 825.000 US-Dollar verkauft. Wir sehen jetzt hier noch einen weiteren Verkauf 2021 am 18. Dezember und dort wurde das Ganze für 2,6 Millionen US-Dollar verkauft. Wir sehen nur leider hier nicht, welches CGC das war, also in welchem Zustand das Ganze noch war. Also hat das eine 8.5 gehabt, war das eine 4.0? Das wissen wir an dieser Stelle leider nicht. Das steht hier leider einfach in diesem Artikel nicht drin. Aber es wurde insgesamt für 2,6 Millionen US-Dollar verkauft und das ist schon einfach mal ein ganz schöner Hammer. Also das sind auf jeden Fall die Daten erstmal zu dem ganzen Drop. Wenn ihr hier auf jeden Fall auf der Seite bleibt, beziehungsweise in den nächsten Stunden wird sich hier die Seite aktualisieren und dann werdet ihr hier einfach auswählen können, beziehungsweise warten können. Dann wird hier der Buy Now Button erscheinen und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr sozusagen am 27. Oktober um 18 Uhr deutscher Zeit den ganzen Drop mitnehmen. Ich wünsche euch da draußen auf jeden Fall sehr viel Glück. Und wenn das ganze Video bis zu dieser Stelle gefallen hat, dann gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like und wir werden das Ganze jetzt auch im zweiten Part einmal besprechen, wie es jetzt für Vivi mit dieser Situation weitergeht. Ja, und wieso, weshalb, warum wir jetzt im Endeffekt DC Comics nicht bekommen haben, das kann ich euch natürlich auch nicht beantworten. Es gibt einige Spekulationen, weswegen das eventuell nicht auf Vivi gekommen ist. Zum Beispiel, dass Marvel einfach natürlich sehr präsent ist und DC das überhaupt nicht gefallen hat. Oder zum Beispiel, dass Vivi irgendwelche Dinge unterschreiben musste, dass DC niemals Comics auf Vivi veröffentlichen darf. Und im Endeffekt muss man auch sagen, Marvel ist natürlich an dieser Stelle der sehr viel bessere Partner. Denn Marvel ist sehr viel größer, Marvel hat mehr zu bieten. Und dementsprechend ist natürlich DC hier wahrscheinlich eher die zweite Wahl für Vivi gewesen. Das werden wahrscheinlich unter anderem zwei Gründe gewesen sein oder könnten zwei Gründe sein. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf deine Vermutung, warum wir DC Comics nicht mehr auf Vivi sehen bzw. auch nicht gesehen haben. Und dementsprechend hier das erste DC Comic auf Palm NFT Studios ist. Es ist natürlich an dieser Stelle auch ein großer Schlag für Vivi bzw. für uns User, denn wir haben ja häufig gehofft, dass wir doch noch irgendwie DC Comics sehen. Der ein oder andere hat das nicht gedacht, aber da gehen halt die Meinungen auseinander.
Aber nichtsdestotrotz sollten wir auf jeden Fall den Blick nach vorne nicht verlieren. Das Viviverse steht vor der Tür und wir werden auch noch viele, viele andere Lizenzen bekommen, die auch sehr, sehr gut sind und die viele Leute auf jeden Fall glücklich machen werden. Und in dem Sinne war es das an dieser Stelle auch mit diesem ganzen Video. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen und ich wünsche dir da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend. Mach es gut, bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.